So, Freundinnen und Freunde von Salz und Blut, schön, dass ihr da seid zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gamma Lunatic und im heutigen Video soll sich alles um das Blutnetz drehen. Es gibt sehr viele neue Leute, die jetzt in Dead by Daylight eingestiegen sind mit dem letzten Kapitel mit Nemesis. Und es gibt natürlich auch noch einige Leute, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mit Dead by Daylight haben. Und die Frage, wie level ich denn mein Blutnetz, kommt immer und immer wieder auf. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich dazu mal ein Video. Ich habe vor kurzem das Ganze in meinem Stream bearbeitet, twitch.tv/gammalunatic. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir ein Follow da, denn da kriegt ihr auch eine ganze Menge Tipps und Tricks zu Dead by Daylight und natürlich ganz viel Gameplay. Und in diesem Highlight, ich habe da ein Highlight von gemacht, erkläre ich das eben ganz genau, wie man das Blutnetz am effektivsten levelt. Das kommt im späteren Teil dieses Videos. Ihr könnt auch direkt dahin springen. Es gibt ein Kapitel und dann seid ihr direkt da. Und da sieht man dann, wie man am besten das Blutnetz durchlevelt, wie man am günstigsten durchkommt und was man beachten muss, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Vorher wollte ich euch allerdings noch ein paar kleine andere Tipps mit an die Hand geben, denn eine andere Frage, die ich im Zuge dessen immer wieder gestellt bekomme, ist, wie kriege ich ganz schnell ganz viele Blutpunkte? Da gibt es ein paar Sachen, die man beachten sollte. Auf Killer-Seite, es gibt viele Leute, die sagen, als Killer verdient man generell mehr Blutpunkte. Zu einem gewissen Grad stimmt das. Wenn du effektiv spielst, wenn du gut bist, bist du als Killer ja sowieso immer bis zum Schluss drin, bis jeder Survivor raus oder tot ist. Und da hast du natürlich dann auch meistens die Chance, mehr Blutpunkte rauszuholen. Wenn du als Survivor direkt weggetunnelt wirst oder direkt am Haken stirbst, weil dich keiner rettet, was auch immer, dann machst du natürlich nicht so viele Blutpunkte. Aber man kann auch als Survivor viele Blutpunkte machen. Fangen wir aber mal mit der Killer-Seite an. Leatherface ist der Charakter, den ich empfehle. Den solltet ihr euch kaufen. Aktuell haben wir im Moment einen Sale, gibt es den sogar noch ein bisschen billiger. Also ich glaube 3 oder 4 Euro kostet der Charakter. Der ist einzeln, nagel mich nicht drauf fest, unter 5 Euro. Irgendwie so in dem Dreh. Wenn du jetzt auf F1 gehst, dann guckst du und siehst du hier Level 35, also habe ich auch in meinem Video erklärt, im späteren Verlauf, im Highlight, Level 30, 35, 40 kriegst du die Teachables, Level 35 kriegst du Teachable Barbecue Chili. Barbecue Chili ist das To-Go-Perk, wenn du viele Blutpunkte als Killer machen möchtest. Warum? Jedes Mal, wenn du einen Survivor hookst, dann bekommst du einen Stack als Fresh-Hook. Also jedes Mal, wenn du ihn das erste Mal hookst, bekommst du einen Stack. Das heißt, du kannst maximal 4 Stacks bekommen und für jeden Stack bekommst du nach der Runde 25% Bonusblutpunkte. Bedeutet, wenn du mindestens jeden Survivor einmal hookst, bekommst du am Ende 100% Bonus obendrauf. Sagen wir mal, du hast 20.000 Punkte plus 4 Stacks Barbecue Chili, bedeutet 40.000 Punkte. Deswegen ist dieser Perk so essentiell wichtig. Der macht auch noch was anderes, Aura Lesefähigkeit. Wenn du jemanden aufhängst, werden dir alle Survivor, die weiter als 40 Meter vom Haken weg sind, angezeigt. Das bedeutet, wenn du einen mobilen Killer hast, wie zum Beispiel die Nurse, und du siehst, da hinten ist jemand, der arbeitet da am Gen, kannst du direkt hinporten. Ist auch sehr praktisch. Man kann sich dagegen schützen, indem man sich in einem Schrank versteckt oder in Sichtlinie hinter einen Gen, der noch nicht fertig gemacht wurde, denn dann überlagert sich die Aura von dem Gen mit deiner Aura und dann muss der Killer schon ganz genau hingucken, damit er dich sieht. Ist ein super Tip-Top-Perk. Entweder spielt ihr Leatherface oder aber ihr schaltet euch das Perk frei und levelt es dann auf euren Lieblingskiller. Würde ich machen, ist das erste, was ich machen würde, wenn ich anfange mit Dead by Daylight. Manchmal hat man auch Glück, wenn man hier unten auf den Store klickt, Schrein der Geheimnisse, Schrein der Geheimnisse, dann kann das sein, dass das manchmal hier drin ist. Wir haben aktuell alle 24 Stunden 4 neue Perks. Und wir hatten das jetzt schon in der Vergangenheit 3-mal drin. Barbecue Chili. Kann also sein, dass du Glück hast und dann kannst du dir das hier rausholen. Allerdings brauchst du ein paar Scherben dafür. 1500 Scherben für ein Perk, was schon mal drin war. 2500 für eins, was zum allerersten Mal drin ist. Bedeutet also, wenn du ein paar Scherben übrig hast und momentan kriegst du auch fürs Einloggen Scherben, also wenn du das jetzt gerade guckst, zum Geburtstagsevent von Dead by Daylight, geht noch bis zum 15. Könnte sogar sein, dass es eventuell vielleicht ein bisschen verlängert wird. Manchmal machen die das, wenn es technische Probleme gibt und die gab es jetzt, muss nicht sein, aber vielleicht habt ihr Glück. Dann bekommst du also, wie gesagt, momentan pro Tag immer so knapp 1000 Scherben. Ich glaube, momentan müssten es 1000 Scherben sein. Die kannst du natürlich dann benutzen, um dir da entweder einen Perk rauszuholen oder auch um Cosmetics zu holen. Gut, haben wir das also geklärt. Barbecue Chili, das Perk to go, wenn du Punkte haben willst als Killer.
Level dir das auf jeden Fall auf all deine Killer drauf, die du regelmäßig spielst. Sollte fester Bestandteil von deinem Perkbild sein. So, wie kann man jetzt noch mehr Punkte machen? Es gibt Opfergaben, die sich dafür eignen. Momentan ist Geburtstagsevent. Da kriegt man diese Opfergabe. Ihr seht schon, ich habe auch noch andere Opfergaben davon. Das ist die Opfergabe zum fünften Geburtstagsevent von Dead by Daylight. Man kriegt 105% Bonusblutpunkte. In allen Kategorien nach der Runde. Bedeutet also, wenn du diesen Kuchen mit hast, kriegst du nochmal 105% obendrauf. Also 4 Stacks Barbecue Chili plus ein Kuchen sind 205%. So, und der nächste Bonus ist hier das Stack. Das heißt, jeder, der diesen Kuchen mit hat, sorgt dafür, dass der andere davon auch profitiert. Also wenn du den zum Beispiel mitnimmst und ein anderer Survivor nimmt den auch mit, dann bekommst du die 100%, 105% von dem und der deine 105%. Bekommst du also quasi 210 plus eventuell die 4 Stacks Barbecue Chili 310% Bonusblutpunkte und so weiter und so fort. Also wenn du momentan spielst, du kriegst diese Kuchen auch inflationär im Blutnetz. Zumindest als Killer kriege ich die sehr, sehr viel. Manchmal 3 sogar in einem Blutnetz und der kostet nur 3000 der Kuchen. Lohnt sich. Lohnt sich, lohnt sich. Und so wie es aussieht, machen die das jetzt jeden Geburtstag so. Also Geburtstage bei DBD lohnen sich auch immer. Es gibt manchmal auch so andere Events, wo man doppelte Blutpunkte hat, wobei man nicht immer ganz genau weiß, wann das ist. Es gibt auch manchmal so andere Events, wo man extra Blutpunkte bekommt. Halloween ist so ein Event, chinesisches Neujahr, manchmal Weihnachten. Also so diese ganzen Feiertage, insbesondere Halloween, würde ich im Auge behalten, weil da kann man auch nochmal extra Blutpunkte abkrabbeln. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, hat man auch noch andere Opfergaben. Zum Beispiel diese hier, die Bloody Party Screamer. Die gibt es immer. Die tauchen immer im Blutnetz auf. Also natürlich, manchmal sind sie nicht drin im Blutnetz, weil man einfach Pech hat und das nicht so generiert wird. Aber es ist keine Opfergabe, die auf irgendeine Season oder auf irgendein Event begrenzt ist. Wenn du die siehst, nimm sie mit. Weil auch die verdoppeln deine Blutpunkte. 100% Bonus. Und stacked. Also wenn jetzt jemand anders einen Bloody Party Streamer mit hat und du keinen, kriegst du trotzdem den Bonus. Wenn du selber einen Bloody Party Streamer mit hast und noch einer, kriegst du den Bonus von deinem und den von dem anderen. Und je mehr bekommst du. Also maximal 5 Party-Streamer. Oder jetzt hier zum Beispiel maximal 5 Kuchen. Sind 5 Kuchen drin, kriegst du den Bonus von allen 5 Kuchen. Dann gibt es noch eine Opfergabe, auf die man achten sollte. Die Puddings. Die geben auch nochmal 100%. Wo ist hier der Unterschied? Die Puddings sind so, dass sie nur für dich als Killer zählen. Also wenn du dir einen Pudding reinhaust, dann profitiert davon kein Survivor, sondern nur du. Wenn allerdings dann noch ein Party-Streamer mit dabei ist oder ein Kuchen, sagen wir mal, ein Party-Streamer ist mit dabei, dann bekommst du deine 100% von deinem Pudding und die 100% von dem Party-Streamer. So. Also du siehst schon, diese Opfergaben kannst du nutzen. Und dann haben wir natürlich noch andere Opfergaben. Das sind hier diese komischen Kränze. Da steht dann immer dabei, was sie machen. Die Grünen machen 100% Bonusblutpunkte in einer Blutpunkte-Kategorie. Es gibt beim Killer 4 verschiedene. Hinterhältigkeit, Deviousness, Sacrifice, Opferkategorie, Hunting, Jagd und Brutality, Brutalität. Das siehst du dann immer oben rechts in der Ecke eingeblendet, wenn du Punkte machst. Das ist ein Scoring-Event, so wird das genannt, in welcher Kategorie du die Punkte bekommst. Wenn du also nichts anderes hast, kannst du auch noch diese Opfergabe nehmen. Dann bekommst du nach der Runde 100% Bonusblutpunkte in einer bestimmten Kategorie. Sagen wir mal, Hinterhältigkeitskategorie hast du 8000 Punkte gemacht. Das ist das Maximum, was du machen kannst in einer Kategorie. Und du hast den Bonus 100% Bonus mit. Dann bekommst du das Doppelte. Also bekommst du dann insgesamt nochmal 8000 obendrauf. Also hast du dann in der Hinterhältigkeitskategorie 16000 Blutpunkte, so gesehen. Das kann man also auch machen, wenn man keine Party-Streamer oder keine Puddings mit dabei hat. Und die gibt es dann auch noch in gelber Variante, ist dann genau dasselbe, nur dass die gelben 75% geben und die gibt es noch in der braunen Variante und die braune Variante gibt 50%. Aber besser als nichts, besser als nichts. Jetzt seht ihr also, welche Opfergaben ihr habt. Auf der Survivor-Seite hat man das Ganze natürlich dementsprechend auch. Die Opfergaben, die ich gerade schon angesprochen habe, sind dieselben. Also die Kuchen aktuell kriegt man. Die Bloody Party Streamer gibt es auch. Und es gibt auch die Punktekategorien auf Survivor-Seite. Ich gehe jetzt mal hier in die braune Kategorie rein. Also hier hat man einmal Selbstlosigkeit, Altruismus, Boldness, Mut oder Tapferkeit. Dann haben wir hier einmal... Moment, mir fehlt hier irgendwie was. Ja, ich habe hier nur 2.
Genau, die sind ein bisschen durcheinander gewürfelt. Survival, Überleben. Und dann hat man hier Objective, also quasi die Gens klöppeln oder Totems kaputt machen. Ich habe jetzt hier nur die braunen angezeigt, weil von den gelben und von den grünen habe ich nicht alles. Die habe ich wohl schon verbraucht. Aber die gibt es auch eben als braune und als gelbe und als grüne. Und die machen dann 50, 75 und 100% Bonusblutpunkte in der spezifischen Kategorie. Kann man also auch mitnehmen. Auf Survivor-Seite hat man auch noch was anderes. Ah genau, ich hatte auf Killer-Seite auch noch was vergessen, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Auf Survivor-Seite hat man auch noch diese Envelopes. Ich weiß nicht, ob ich hier beim Jack vielleicht einen Envelope habe. Ihr seht schon, ja genau, man hat hier Sealed Envelope, der versiegelte Briefumschlag, gibt 25% Bonusblutpunkte in allen Kategorien, aber auch nur für dich selber. Und dann gibt es noch den grünen Briefumschlag. Hier ist er, gibt 25% Bonusblutpunkte in allen Kategorien, aber für alle Survivor. Also wenn du deinem Freunden was Gutes tun willst und du hast einen grünen Umschlag mit, dann nimmst du, wenn du hast einen grünen Umschlag, dann nimmst du den. So, dann kannst du dann allen deinen Freunden da nochmal was Gutes tun. So, beim Killer gibt es die Hollow Shell. Da der Killer natürlich alleine ist, hat der an der Stelle nur die Hollow Shell als Alternative. Das ist quasi wie der gelbe Umschlag, gibt dir 25% Bonusblutpunkte in allen Kategorien für dich selber. Okay. Dann haben wir noch eine andere Sache bei den Survivors. Die Survivor haben keinen Pudding, sondern die Survivor haben einen Kuchen. Escape Cake. Der gibt dir 100% Bonusblutpunkte in allen Kategorien für dich selber. Und gibt es nicht für die anderen. Allerdings, wenn jemand anders einen Party-Streamer hat, dann, wie gesagt, kriegst du den Bonus von dem natürlich noch oben mit drauf. Ja, das ist also das, was du beachten musst. Und ansonsten, perk-technisch, für die Survivor haben wir auch einen Stack-Perk, und zwar We Are Gonna Live Forever. Dieses Perk ist vom Herrn David King. Kriegt ihr auf Level 30. Das heißt, David King ist kein Charakter, den ihr kaufen müsst. Er ist mit dem Base Game mit dabei. Deswegen wäre das der erste Charakter, den ich auf jeden Fall leveln würde und spielen würde, damit ich dieses Perk bekomme, damit ich das nämlich direkt nutzen kann, damit ich direkt meine Bonusblutpunkte sammeln kann. Wofür bekommst du Bonusblutpunkte? Beziehungsweise Stacks. Das läuft genauso wie auf Killerseite. 4 Stacks Maximum. Fürs Safe Anhucken. Was ist ein Safe Anhook? Du ziehst deinen Mate vom Haken runter und der bleibt mindestens 10 Sekunden auf den Beinen. Wird der vom Killer vorher umgeklatscht, ist das kein Safe-Unhook. Willst du deinen Stack haben? Willst du deinen Safe-Unhook haben? Ja, dann achte darauf, dass du deinen Mate so anhookst, dass der nicht direkt wieder in der Macho-Patsche liegt. Denn wenn er das tut, dann RIP Punkte. Außerdem geht auch noch dein Emblem kaputt, aber das nur am Rande. Protection Hits für Survivor geben Stacks. Ein Protection Hit ist nur ein Protection Hit, wenn dein Mate verletzt ist. Also ist dein Mate verletzt und der Killer will den schlagen und du springst todesmutig dazwischen und kassierst den Hit, statt dass dein Mate den kassiert, kriegst du einen Protection Hit. Wenn du den Killer mit einer Palette stunst, während der einen Survivor auf der Schulter hat und der wird dadurch befreit, dann gibt dir das auch einen Stack. Allerdings muss das Timing hier richtig sein. Und wenn du einen Flashlight Safe machst, also wenn der Killer deinen Mate aufhebt und du gehst mit der Taschenlampe hin und blendest den im richtigen Moment und der Killer lässt den Survivor-Mate fallen, dann kriegst du auch einen Stack. So, und 4 Stacks ist das Maximum, was du haben kannst. Also damit kann man dann auch nochmal eine ganze Menge Punkte rausholen. Diese Punkte, die Bonusblutpunkte, gibt es auch nach der Runde. Das ist immer ganz wichtig. Achtet darauf, wenn ihr was spielt, wenn ihr was mitnimmt, dass ihr was nehmt, was nach der Runde die Punkte gibt, nicht in der Runde. Es gibt auch ein paar Perks, die sorgen dafür, dass ihr in der Runde eine spezifische Punktekategorie schneller voll bekommt. Das ist aber nicht so effizient, wie wenn ihr nach der Runde die Bonusblutpunkte bekommt. Sollte einleuchten, weil in der Runde habt ihr pro Kategorie ein Cap von 8000 Punkten. Das kann man eigentlich auch immer so erreichen. Da braucht man dafür eigentlich keinen Perk. We Are Gonna Live Forever hat auch noch einen anderen netten Bonuseffekt. Wenn jemand auf dem Boden liegt, also im Todesstatus ist und ihr heilt den hoch und ihr habt We Are Gonna Live Forever mit, dann tut ihr das mit doppelter Heilungsgeschwindigkeit. Kann auch absolut entscheidend sein. Also kann absolut eurem Mate den Hintern retten. So,
Da habt ihr es. Das sind die ganzen Sachen, die ich euch als Tipp mit auf den Weg geben kann. Hier, guck mal, seht ihr nochmal, das sind die grünen Opfergaben, die 100% immer nur in einer Kategorie geben. Also hier 100% Objective, 100% Survival, 100% Altruismus, 100% Boldness. So sehen die aus. Wenn ihr also nichts anderes habt, könnt ihr natürlich davon was mitnehmen. Dann habt ihr alle Tipps jetzt mit an die Hand bekommen, wisst, was ihr alles beachten müsst. Dann kommt jetzt der zweite Teil. Wie gesagt, nicht wundern, das kommt aus meinem Livestream. Und da rede ich natürlich auch ein bisschen mit meinem Publikum. Das Video ist insgesamt natürlich ein bisschen länger, aber dafür gehe ich auch ins Detail und erkläre wirklich alles, was man wissen muss. Und dafür habe ich mir jetzt auch mal die Mühe gemacht, am Anfang diesen Teil zu machen, wo ihr auch nochmal alles mit auf den Weg bekommt, was ihr wissen müsst. Das ist so ziemlich alles, was mir einfällt zum Thema Blutpunkte und wie bekomme ich sie schnell, ne? Geht gut, ne? Also mach eine gute Runde, möglichst lange Runden haben ist immer ganz gut, wenn man viele Punkte haben möchte. Runden, die zu schnell zu Ende sind, die sind meistens nicht so ergiebig. Wenn man nur ganz schnell 3 Gens durchknattert, deine Mates machen 2 Gens und du rennst raus, dann kriegst du vielleicht 10.000 Punkte, 12.000 Punkte. Ja gut, wenn dir das Escapen wichtiger ist als irgendwas anderes, dann mach es natürlich, aber am besten sind die Runden, die am längsten gehen. Okay, dann wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit dem Rest vom Video. Danke fürs Zusehen. Am Ende des Videos lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns dann auf twitch.tv/gammalunatic von dienstags bis sonntags ab 21 Uhr. Bis dann! Wir können das Ganze ja nutzen, dass ich ein bisschen erkläre, wie man das Blutletz levelt. Wir haben ja jetzt einige neue Leute und ich hatte das zwar schon mal gemacht, aber da habe ich leider die Aufnahme gelöscht und deswegen würde ich das vielleicht jetzt nochmal machen. Ja, heute merkt man noch schwitziger als gestern. Warum auch immer, Karon. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus, ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Also, wir haben jetzt hier unsere Jill. Die ist jetzt Level 1. Und wenn man anfängt, einen Charakter zu leveln und der neu ist und man klickt das erste Mal aufs Blutnetz, dann wird der angezeigt, hier, guck mal, das sind die einzigartigen Perks von diesem Charakter. So, du hast jetzt hier die Übersicht, du kannst jetzt hier einen Perk auswählen. Wir haben jetzt schon gerade eins freigeschaltet, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt nicht das Blutnetz schon ein bisschen gelevelt, das erste. Dann hätten wir die 3 einzigartigen Perks von dem Charakter und könnten eines davon auswählen. Jetzt siehst du hier auf Level 5, 10 und 15 schaltest du die weiteren Perkslots frei. Das ist immer so. Das ist immer gleich. Wenn du jetzt ins Blutnetz gehst, dann wird das random generiert. Die ersten Blutnetze sind auch immer gleich aufgebaut. Also das ist Blutnetz Nummer 1. Du hast verschiedene Knoten drin und in den verschiedenen Knoten hast du verschiedene Sachen. Du hast verschiedene Raritäten. Braun, gelb, also braun ist kommen, gelb ist ankommen und die kosten immer gleich viel. Also braun kostet immer 3.000, gelb kostet immer 4.000. Früher war das anders. Du siehst, du hast hier so 3 Kringel und früher war der innerste Kringel der günstigste, der mittlere Kringel war ein bisschen teurer und der äußerste war der teuerste. Ich glaube, das waren 3.000, 5.000 und 8.000, wenn ich mich nicht ganz vertue. Mittlerweile ist es an den Raritäten festgemacht worden. So, das erste Blutnetz kannst du immer komplett aufkaufen, das ist also völlig egal. So, jetzt kommt hier so eine Nachricht und dann sagt er hier, ja, hier, das Blutnetz wird random generiert. In den ersten Blutnetzen können auch Perks auftauchen, ich würde sie einfach immer mitnehmen. Die Perks, die du als Teachables schon freigeschaltet hast, entweder über den Schrein oder über andere Charaktere, die du schon gelevelt hast, die tauchen dann auch unter Umständen hier auf. Wenn du jetzt zum Beispiel mal F1 drückst, dann siehst du, ja, das sind die einzigartigen Perks, das hatten wir ja gerade schon gesehen und du weißt jetzt auch, ab wann sie im Blutnetz auftauchen. Hier, Counterforce kommt ab Level 30, Resurgence, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Resurgence, ich glaube so. Resurgence. Kommt ab Level 35 und Blastmine kommt ab Level 40. Das ist immer gleich. 30, 35, 40. 30, 35, 40. Und du siehst hier dieses kleine Schloss, zeigt dir an, okay, hast du noch nicht freigeschaltet. Du hast noch eine Möglichkeit, zum Beispiel Teachable Perks freizuschalten. Und das geht, wenn du auf den Store gehst und dann auf den Schrein der Geheimnisse. Diese Woche haben wir beispielsweise Barbecue Chili unter anderem drin. Ist ein sehr gutes Perk. Wenn du Killer spielst und diese Woche zuguckst, schalte dir Barbecue Chili frei. Ja. Die anderen Perks sind eher meh, aber Barbecue Chili ist ein Bombenperk. Also wenn ihr das jetzt hier gerade guckt, dieses Video, oder gerade live im Stream mit dabei seid, dann holt euch das Perk. So, wir holen uns das Perk, wir machen die beiden anderen Knoten weg und was passiert? Das nächste Blutnetz wird generiert, Level 3. Da haben wir dann zum Beispiel Leader. So, hier haben wir zum Beispiel eine Mystery Box. In der Mystery Box können
unter anderem auch höherwertige Items drin sein. Also wenn du eine gelbe Mystery Box hast, kann da zum Beispiel auch ein grünes Item rauskommen, was normalerweise ein bisschen mehr kostet. So, grüne Items kosten 5000. Das hier zum Beispiel ist eine Map Offering. Also mit dieser Opfergabe kannst du eine Map requesten. In diesem Fall ist es die Doctor Map, die Larry's Memorial Institute Map zum Beispiel. Dann hast du hier eine Toolbox, dann hast du hier ein Add-on für eine Taschenlampe, ist auch braun. So, jetzt wurde uns gesagt, der zweite Perkslot wurde freigeschaltet. Sehen wir auch. Also da kannst du dann hingehen und dir den zweiten Perkslot freischalten. Guck mal, wo wir gerade von Arnold Schwarzenegger geredet haben. Dylan, you son of a bitch. Aftercare, ne? Du kriegst die Perks immer erst auf Stufe 1. Wenn du sie auf Stufe 1 freigeschaltet hast, dann besteht die Chance, dass das Perk dann auf Stufe 2 kommt. Und dann später, wenn du es auf Stufe 2 hast, dann kommt es auf Stufe 3. Die ersten Blutnetze levelst du einfach nur weg. Stumpf. Guck, jetzt kommt von Visionary hier Stufe 2. Und das ist dann grün und das kostet dann 5000. Die sind immer genau in der Reihenfolge. Gelb, grün und dann lila. So. Da kommt Aftercare auf Stufe 2. Es können dann auch schon die einzigartigen Perks des Charakters auf Stufe 2 kommen, weil die hast du ja standardmäßig auf Stufe 1. So, da kommt Hope auf Stufe 2. Das haben wir auch schon freigeschaltet. Ja, grüne Items, wie gesagt, 5000. Gelbe Items, 4000. Und braune Items, 3000. Grüß dich, Janni. Schön, dich zu sehen. Perkslot 3 wurde freigeschaltet. So. Ab diesem Blutnetz kommen jetzt übrigens dann zwei Perks im Blutnetz oder beziehungsweise können zwei Perks im Blutnetz kommen. Wenn ich jetzt eines von den beiden kaufe, verschwindet das andere. Also muss ich mir überlegen, was ich haben möchte. Ich entscheide mich jetzt hier für das obere und wenn ich das jetzt wegnehme, dann klaut sich der Entity das hier unten. Zack. So, was ich jetzt machen kann, ist, entweder nehme ich mir die Mystery Box oder aber ich nehme ein Item meiner Wahl. Natürlich, das hier außen kann ich nicht nehmen, weil du musst natürlich immer erst den Knoten nehmen, der mit dem verbunden ist, den du haben möchtest. Die Mystery Box kostet 5000 Punkte. Ich möchte billig durchs Blutnetz gehen. Also hole ich mir die Toolbox, weil ich dann danach nämlich mir diese Toolbox holen kann. So, danach wird der Entity sich random ein Item holen. Normalerweise geht er immer von außen nach innen. Entweder du holst dir einen Perk, dann wird das andere Perk weggefressen oder eines der anderen Perks wird weggefressen. Oder aber er holt sich das äußerste Item. Da er jetzt hier angefangen hat, wird er jetzt nicht nach hier springen, sondern von hier nach da gehen. So lange, bis er geblockt wird, was dann hier zum Beispiel der Fall ist. Also nehmen wir jetzt hier die Toolbox. So. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde mir eines von den beiden Items holen, dann würde sich der Entity dieses Item hier holen. Weil ich das aber nicht möchte und hoffe, dass er sich den gelben hier nimmt, damit ich mir den braunen holen kann, weil der günstiger ist als der gelbe, nehme ich mir die Toolbox und gucke mal, was passiert. Glück gehabt. Er holt sich das gelbe Moped hier, Socket Swivels, das ist ein Add-on für die Toolbox. Also habe ich hier wieder 1000 Punkte gespart. So kann man ein bisschen taktieren, wenn man günstig durchs Blutnetz durchkommen möchte. Zack. Jetzt sind wir auf Level 11. Also Level 10, wie gesagt, kommen dann zwei Perks. So, wir holen uns natürlich auch wieder das Perk raus. Und normalerweise müsste nach dem fünften Knoten der Entity dann noch erscheinen. Also jetzt zum Beispiel ist es nicht so, weil wir jetzt nur noch hier einen übrig haben. Das heißt, hier müssen wir auch das ganze Blutnetz aufkaufen. Aber normalerweise müsstest du, wenn du jetzt hier das Perk nicht kaufst, nach dem fünften den Entity haben, der dann auftaucht. Und wenn du dann nochmal was kaufst, dann verschlingt er ein Perk. Also er geht generell immer zu Perks hin und nimmt sich da eins weg und startet dann da. Wir können das Ganze ja mal probieren. Wir nehmen jetzt, also so würde ich normalerweise nicht leveln. Normalerweise würde ich jetzt hier durchleveln, mir das Perk nehmen. Wir nehmen jetzt hier die das Add-on für die Taschenlampe raus. Nehmen uns dann 2, 3, 4... 5. So, siehst du? Jetzt ist der Entity aufgetaucht. Wenn ich mir jetzt die Toolbox nehmen würde, würde er sich das hier wegfressen. Also ihr könnt euch merken, 1, 2, 3, 4, 5 Items und der Entity taucht auf. Da, wo er auftaucht, da wird er dann auch das nächstgelegene Perk wegfressen, wenn da eins ist. Aber da ich natürlich das Perk auch gerne haben will, nehme ich mir das Perk jetzt raus und damit wird die Toolbox dann weggenommen. So. Wenn ich allerdings zwei Perks im Blutnetz habe, dann nimmt er sich nach einem Perk, was konsumiert wurde, das andere raus. Das muss jetzt noch nicht dauerhaft sein. Ab den höheren Leveln kommen dann dauerhaft 2, 3 oder dann auch 4 Perks im Blutnetz. So, also, was machen wir?
Ich habe ja gerade erklärt, wie es funktioniert, also nehmen wir uns jetzt hier erstmal Wake Up raus. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich nehme mir das Camping-Medipack, weil das ist im äußersten Kringel und das kostet nur 3000. Dann nehme ich mir dieses Ding hier. Der Entity taucht hier auf. Er nimmt sich aber das Äußerste. Also wenn ich das hier jetzt nicht nehme, dann nimmt er sich das Äußerste hier. Wenn jetzt hier zum Beispiel noch zwei Sachen wären und ich würde mir eins von den Inneren nehmen, dann würde er sich auch das hier nehmen, auf jeden Fall, garantiert. Da es jetzt hier nur zwei Sachen sind, die übrig sind, nimmt er sich natürlich das, was übrig bleibt. Also würde ich mir jetzt hier den Crystal Bead nehmen, dann würde er den Butterfly Tape hier wegnehmen. Aber ich will ja günstig durchs Blutnetz durchkommen. Gerade weil ich auch am Anfang prestigiere. Wenn ihr nicht prestigiert, dann könnt ihr natürlich auch gucken, dass ihr euch Sachen rausnehmt, die teurer sind, aber die ihr haben wollt, weil ihr sie spielen wollt. Keine Ahnung, wenn das jetzt hier eine Purple Flashlight zum Beispiel wäre und ihr wärt Survivor Main und sagt, ich will auf jeden Fall immer die guten Flashlights mit rausnehmen, dann nehmt sie euch natürlich. Wenn ihr aber so wie ich seid, dass ihr erstmal nur schnell durch wollt, weil ihr sowieso prestigieren wollt, dann nehmt ihr euch das günstigste weg. Zack. Level 14 haben wir erreicht. Ja, wir gehen auf jeden Fall auf die Blast Mine. Snacken wir uns raus. So. Als nächstes nehme ich mir das Camping-Medipack. Und wenn ich mir jetzt noch einen nehme... Was machst du denn hier, Quintchen? Das ist übrigens meine Freundin. Hallo. Wenn ich das nächste jetzt hier nehme, dann taucht der Entity auf. Er wird sich sowieso das Äußerste nehmen. Also ist es jetzt relativ egal, was ich mache. Also nehme ich mir das jetzt hier weg, dann nimmt er sich das hier. Und danach nimmt er sich das hier. So, jetzt kann ich mich entscheiden, was ich haben will. Ich will eigentlich die Flashlight haben und hoffe, dass er sich den Scratched Pearl hier nimmt. Tut er leider nicht. Pech gehabt. Ah, wie geht's dir, Baby? Schön, dass du da bist. So, Perkslot 4 wurde freigeschaltet. Und jetzt gehen wir auf den Decisive Strike. Hast du auf jeden Fall auch deinen Auftritt in meinem YouTube-Video. Wir hätten jetzt auch sagen können, wir gehen hier hin. Dann hätte sich der Entity nämlich das hier zuerst genommen. Dadurch, dass ich jetzt dieses hier genommen habe, schneidet er jetzt das hier ab und dadurch geht der 6000er hier weg. Jetzt könnte man sich genau ausrechnen, was wäre günstiger gekommen. Hier haben wir 9000, dann haben wir nochmal 3000, das heißt, wir haben hier 12000. Hier haben wir 4000, dann haben wir den 3000er, der weggeht, das heißt, da sind wir bei 7000 und dann haben wir hier nochmal 6000, also haben wir hier 1000er mehr im Endeffekt. Also war das sogar gar nicht mal so schlecht, dass wir den zuerst genommen haben. Also wer das wirklich ganz genau durchkalkulieren will, kann auf solche Dinge achten und kann dann dementsprechend das günstigste Blutnetz bekommen. So, Karon, danke für den Prime-Sub, danke für die 4 Monate, schön, dich immer noch mit dabei zu haben. Danke für den tollen Content, danke für die lieben Worte. Genieße dein Salz. So, was machen wir jetzt? Der Entity wird sich jetzt eins von diesen beiden Dingern hier nehmen. Also mache ich erstmal hier die Toolbox weg. Und er nimmt sich das hier, okay. Dann nehme ich mir den hier, dann nimmt er sich das hier. Dann nehme ich mir die Mystery Box, dann nimmt er sich den hier. Dann habe ich ein relativ günstiges Blutnetz, weil ich habe mir den grünen hier gespart. Und ich habe dafür 1, 2 braune und einen gelben genommen. Ja, ist im Endeffekt das Beste, was jetzt noch passieren konnte. Ja, eigentlich ganz simpel. So, jetzt gibt es nur einen Perk, also nehme ich mir das auch direkt raus. Das ist das Wildpferd. Dann nehme ich mir den hier. So, jetzt wird der Entity sich entweder den hier oder den hier nehmen. Also gehe ich auf den hier, weil dann nimmt er sich nämlich das Grüne hier weg. Und dann nehmen wir uns die Braune. Sind wir wieder schön günstig mit dabei. So, Black Sherry, danke für die 5 verschenkten Subs. Sehr, sehr großzügig von dir. Willkommen an alle Neuen, willkommen an alle Resubs. Genießt euer Salz und natürlich viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön. Einmal bitte die extra Portion Salz. So, dann lenke ich die Aufmerksamkeit mal auf den Escape Cake. Den kann ich nur empfehlen, wenn ihr neu in dem Spiel seid. Das ist eine Opfergabe, die sich eigentlich so ziemlich immer lohnt. Nehmt sie mit. Die Opfergaben könnt ihr hier in diesen Offering-Slot reinmachen. Und die gibt euch nämlich 100% Bonusblutpunkte in allen Kategorien. Das heißt, wenn ihr eine Runde gespielt habt, bekommt ihr am Ende für eure Punkte nochmal einen doppelten Bonus obendrauf. Sagen wir mal, ihr kriegt 20.000 Punkte, habt ihr einen Kuchen mitgehabt, kriegt ihr insgesamt nochmal 20.000 obendrauf. Dann nehmen wir uns das Wildpferd raus. Ich nehme mir hier den Salzbeutel. Der Entity geht nach hier oben. Dann nehme ich mir die braune Opfergabe hier. Ne, das braune Medkit. Dann nehme ich mir das braune Addon. Ja, und jetzt ist es eigentlich egal. Entweder kann ich mir hier den Vigo's Blueprint nehmen. Sorgt dafür, dass die Hedge am Hauptgebäude spawnt. Wenn ihr so ein Hedge-Play machen wollt, so ein Luken-Boden-Luken-Play, dann könnt ihr so eine Opfergabe mal spielen. Mir ist das relativ egal, deswegen nehme ich mir lieber das Addon, das braune Addon fürs Medpack. So.
Dann nehmen wir uns hier das gute alte No Mither. Ich habe jetzt natürlich schon alle Perks freigeschaltet. Wir nehmen uns das Ding hier raus. Das heißt, der Entity geht nach hier. Dann nehmen wir uns das Ding hier raus. Jetzt ist es eigentlich relativ egal, was wir machen. Da wir ja jetzt nur noch einen Knoten haben, schneidet er uns das jetzt hier nicht ab. Also nehmen wir uns den hier, dann geht der hier weg und dann haben wir es. Ja, mit 1 Million Blutpunkte kommt ihr übrigens bis Level 35 bis 38, so plus minus. Je nachdem. Hier zum Beispiel ist die Taschenlampe, wenn ihr die jetzt haben wollen würdet unbedingt, dann könnt ihr da auf jeden Fall hinleveln, aber ich nehme natürlich das Perk. So, jetzt wird der Entity sich eins von den beiden hier nehmen. Er nimmt sich das hier. Geht dann nach da, dann nehme ich mir den braunen, dann nehme ich mir den braunen, dann haben wir auch wieder ein relativ günstiges Blutnetz mitgehabt. Es gibt auch noch pinke Opfergaben oder pinke Addons, die sind dann nochmal teurer. Wir gucken jetzt mal kurz, wo wir hingehen. So, Jenko TV, Dankeschön für die 9 Monate. Salz, so sieht das aus und da startet der Hype-Train. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein bisschen reinhypen. Dann kriegen wir auf jeden Fall gleich vielleicht noch eine Burger King Meyers-Runde hin. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich hole mir Lucky Break. Warum? Der Entity holt sich Slippery Meat raus und wird dann nach hier und nach hier gehen. Dann werden die ganzen Dinger hier abgeschnitten. Wenn er den Knoten erreicht, werden die ganzen Dinger hier weggefressen. 60% Level 2 Hype Train. Zack. Dann nehme ich mir den hier, dann nehme ich mir den hier, dann nehme ich mir den hier. So, er ist jetzt ein bisschen anders gegangen, aber ist es in Ordnung. So, und ich denke mal, jetzt wird er sich gleich das Medpack hier holen. So sieht das aus. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich wollte. Wie macht man eigentlich am besten Blutpunkte? Ja, wenn du Barbecue Chili mitnimmst, dann kriegst du, wie gesagt, doppelte Blutpunkte. Wenn du jeden mindestens einmal huckst. Deswegen sagte ich ja, wenn es jetzt im Schrein ist, holst du dir raus. Und ansonsten, We are gonna live forever. Für Survivor ist ganz gut. So, jetzt ist es eigentlich egal, was ich nehme. Ob ich den oder ob ich den nehme, weil von denen nimmt er sich jetzt sowieso einen weg. Ich nehme die Handschuhe. Zack. Oder du haust halt entweder einen Bloody Party Streamer, einen Kuchen oder einen Pudding rein für Killer. Die Opfergaben kann ich am Ende nochmal zeigen. So, dann nehmen wir uns jetzt hier Breakout raus. Dann gehen wir hier einmal auf die braunen im inneren Kringel. Dann nehmen wir uns den hier weg und den gelben hier weg. Dann haben wir jetzt den lila, den gelben und den grünen hier weg. Ja, und damit haben wir auch wieder ein relativ günstiges Blutnetz. So, Jani, danke für die 5 verschenkten Subs. Hier wird aber auch wieder reingeklöppelt. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Einmal bitte kräftig salzen. Level 2 Hype Train ist damit voll. Dankeschön. Wie gesagt, wie immer sehr, sehr großzügig. Wie viel hast du denn schon insgesamt reingehauen? 57 Subs auch schon. Danke für den Support. So, hier ein kleiner Tipp. Ihr seht ja, ihr könntet jetzt über diese Route gehen. Also hier einmal die grüne Opfergabe, die gelbe und dann das grüne Perk. Oder ihr könntet die gelbe und dann das grüne Perk nehmen. Ist zwar nur 1000, was das ausmacht, aber es läppert sich. Kleinvieh macht auch Mist. Also gehen wir hier rum. Dann nehmen wir uns hier die Fauna Offering raus. Dann nehmen wir uns hier die gelbe. Wenn wir jetzt wollten, könnten wir uns die hier rausnehmen. Wir können das aber auch abschneiden lassen, dann ist die grüne hier weg. Es ist mittlerweile eigentlich relativ egal, was wir hier machen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir den hier zuerst genommen hätten, dann hätten wir den hier nämlich danach nehmen können. Ja, so haben wir jetzt ein bisschen vergurkt. Da tut jetzt schon wieder das Ausgangstor, Leander, danke für die 100 Biddies. Swaggy Swaglord, danke für den Support. Das hätte man jetzt ein bisschen besser machen können, aber ihr seht das Prinzip, was dahinter steht. Das ist ein Bloody Party Streamer, der gibt allen Beteiligten in der Runde doppelt Blutpunkte. Den holen wir uns jetzt auch auf jeden Fall noch raus. Nice. So, jetzt nehmen wir uns noch die braunen Sachen hier weg. Zack, damit kommen wir ins nächste Blutnetz. 25 sind wir jetzt. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, was wir hier haben wollen. Lanzorada, danke für den verschenkten Sub an Brewdog. Willkommen in der Salzmine, genießt euer Salz. 68% Level 3 Hype Train. Vielen, vielen lieben Dank. So, wir gehen jetzt einmal hier über die beiden und holen uns dann das Grüne, weil das ist günstiger als der ganze Krempel hier oben. Zack. Dann gehen wir hier hin und holen uns hier den hier raus. Dann nehmen wir uns den hier, dann nimmt er sich den hier weg und wir holen uns den hier raus. Und dann haben wir auch wieder ein relativ günstiges Blutnetz. So, 26 sind wir jetzt. Wir gehen über den Umweg auf Tenacity, weil wir haben nämlich 2 Level 1 Perks. Das hier wird wieder abgeschnitten, 2 grüne Sachen sind weg. Die gelbe Sache geht weg, wir nehmen uns die gelbe raus. Easy peasy, Level 27 sind wir. So,
Jetzt haben wir hier einmal 8000 Punkte und dann haben wir hier nochmal einmal 11.000 Punkte. Hier haben wir 6.000 Punkte und dann haben wir hier auch 11.000. Also es ist hier relativ egal, was wir nehmen. Wir nehmen uns das hier, komm. Weil im Endeffekt dann der hier abgeschnitten wird und dann der hier nochmal reinkommt. Benimaru, danke für die 100 Biddies. Danke für das geöffnete Ausgangstor. Danke für den Support. Subs, 71% Level 3 Hype Train. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen zu Kameraderi. So, da kommen nochmal 1000 Biddies rein von Black Sherry. Danke für den Support. Genießt euer Salz. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. Damit geht der Hype Train auch schon in die nächste Stufe, in Stufe 4 rein. Wir nehmen uns die ganzen braunen Mopeds raus. Das hier wird abgeschnitten. Zack und zack. Auch wieder ein super günstiges Blutnetz. Perfekt. Premium. So, jetzt gucken wir. Wir gehen auf den eisernen Willen. Weil hier sehen wir schon gelb, lila und grün. Hier haben wir nur braun, gelb und gelb. Das ist deutlich besser. Dann nehmen wir uns den hier weg. Vielleicht geht er noch auf den hier drauf. Dann nehmen wir uns hier noch das Camping-Medic. Ja, perfekt. Siehst du, guck, jetzt ist das alles abgeschnitten. Jetzt nehmen wir uns das noch raus. Und die pinke Opfergabe kostet 8000, soweit ich das richtig im Kopf habe. Level 3 Hype Train übrigens. 7000. Okay, 7000 kostet das Ganze. So, und hier sind wir jetzt im Blutnetz Level 30. Und da kriegen wir schon das erste Teachable. Und das will ich haben. Darauf war ich aus. Deswegen holen wir uns das natürlich zuerst raus. Auch wenn der eiserne Wille natürlich auch super gut ist. Wir nehmen uns zuerst wieder die ganzen braunen Sachen raus. Das Gelbe nehmen wir uns hier raus. Das Gelbe. Und dann müssen wir noch die Flashlight mitnehmen. Ist nicht das Schlechteste. Ist nicht das Schlechteste. Können wir mal machen. So, wir nehmen uns den Kuchen raus. Wir nehmen uns das hier raus. Kuchen, wie gesagt, immer gut. Sollte man sich immer mitnehmen, wenn man möchte. Dann nehmen wir uns das hier raus. Und dann sind wir auch schon wieder mit dabei. Jetzt sind wir schon auf Level 32. So, ich würde sagen, wir gehen auf We Will Make It. Ja, machen den hier weg. Wenn er sich den hier wegfrisst, dann geht der ganze Arm weg. Da ist einmal 7000er Knoten, 6000er Knoten. Ja, siehst du, guck, und noch ein paar teure Sachen drin. Grüß dich, Amur Tigris. Schön, dich zu sehen. Danke für die lieben Worte. Freut mich, dich hier zu haben. So, wir machen nach hier unten weiter. Ja, würde ich sagen. Dann wird das jetzt hier gleich alles abgeschnitten. Zack, zack, zack. Das wird abgeschnitten. Nehmen wir uns noch Haddonfield. Leider holt er sich hier das braune Medkit und nicht die Glühbirne. Dann nehmen wir uns die Glühbirne und dann ist gut. Zack. So, wir gehen nach oben. Komm. Man kann jetzt natürlich auch sagen, man möchte erstmal die ganzen Stufe 3 Perks haben. Gerade wenn man dann jetzt im letzten Durchgang ist und schon prestigiert hat, wenn man das denn machen möchte, kommen wir gleich auch nochmal zu. Wir nehmen das Teachable, dann kann man natürlich auch sagen, man nimmt sich eher die, ich habe übrigens extra den genommen, damit das hier abgeschnitten wird, man nimmt eher jetzt die Stufe 3 Perks, damit man da langsam aber sicher auch fertig wird. So, wir laufen langsam auf den Punkt zu, dass wir keine Punkte mehr haben. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier das Stufe 3 Perk, machen den hier weg, nehmen uns den hier, den braunen, den gelben, auch wieder ein super Blutnetz. So, wir hatten nicht mal 1 Million Blutpunkte voll, knapp, und wir sind bis Level 37 gekommen, was sehr gut ist, kann man nicht anders sagen. Ja, jetzt haben wir noch hier drei Dailies, die snacken wir uns jetzt alle rein, deswegen manchmal fragt man mich auch gar mal, warum sparst du dir die dafür? Für sowas, damit ich dann nochmal schnell 100.000 Blutpunkte mir aus dem Ärmel zaubere. Siehst du, guck, zack, hier, der wurde auch abgeschnitten. Achte immer drauf, wo der Entity herkommt und achte immer drauf, welche Knoten er nimmt. Guck mal, jetzt können wir uns zum Beispiel das Medkit nehmen, weil wenn wir einen von denen nehmen, dann nimmt er sich das auf jeden Fall weg. Wenn ich mir den jetzt nehme, müsste er sich eigentlich den wegnehmen. Siehst du, zack. Und dann nehme ich mir den hier. Perfekt. Einfach nur perfekt. So, ich würde sagen, wir gehen auf We Will Make It Stufe 3. Und dann gehen wir hier hin und dann gehen wir hier hin. Nehmen uns den hier weg. Und den gelben noch. Ja, auch wieder ein super günstiges Blutnetz. Jetzt kommen wir zu Stufe 40 hoch. Da würde ich sagen, gehen wir nach Deliverance. Nehmen wir uns das so raus.
Haben wir das Blutnetz auch noch abgeschlossen. Zack. So. Da kommt das nächste Teachable. Das will ich auch noch haben. Wir haben noch einen kleinen Trick im Ärmel. Und zwar können wir hier noch hingehen und uns hier noch fertige Challenges rausnehmen. Das könnt ihr auch machen. Ihr könnt hier so ein bisschen taktieren. Es gibt manche Leute, die tüfteln sich das bis ins Detail aus und lassen dann einige von den Tome-Challenges offen. Oder sogar sehr viele, damit sie sich da auch nochmal extra Blutpunkte rausholen können. Damit sie dann nochmal hingehen können und ja, in der Lage sind, nochmal extra was zu leveln. So, der Hype-Train geht zu Ende. Danke euch nochmal für den Wahnsinns-Support. Super solider Support. Stufe 3 abgeschlossen. Tut, tut. Könnt ihr Emotes auf jeden Fall gerne spammen. 13 Abos und 1200 Biddies. Danke nochmal für den Wahnsinns-Support. Genießt euer Salz. So, es fängt bei Inner Strength an. Geht dann hier hin und hier hin. Das heißt, die werden alle weggenommen. Wir gehen also in die entgegengesetzte Richtung. Ich würde gerne, dass der Entity das hier noch wegfrisst, damit die beiden Dinger hier noch weggehen, weil die will ich nicht haben. Wir nehmen uns also dich hier und dich hier. Siehst du, guck. Und jetzt nehmen wir den hier. Zack. Dann haben wir's. Stufe 41. Jetzt können wir einfach nach hier oben gehen. Dann wird hier unten weggefressen. Wir nehmen uns schön die braunen Sachen hier raus. Schön günstig. Zack und zack. So, dann kommen wir hier jetzt einmal an und dann würde ich sagen, wir gehen auf, ja, wir gehen auf Repressed Alliance. Dann geht der wahrscheinlich hier runter. Ja, schön. Schneidet sich das hier alles weg. Schön. So. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Ja, also man hat das Prinzip verstanden. Ab Level 50 müssten dann nämlich 4 Perks im Blutnetz auftauchen und da könnt ihr euch dann alles raus, da könnt ihr euch dann 2 von 4 rausholen, genau. Ihr müsst aber immer gezielt direkt auf die Perks zuleveln, sonst klappt das nicht. So, jetzt gibt es natürlich noch das Prestigieren und ihr könnt ja sehen, ich habe jetzt alles auf Prestige 350. Ich kann euch als Neulinge sagen, es ist zu viel Arbeit, es lohnt sich nicht, macht es nicht. Es dauert sowieso viel zu lange, bis ihr da durchgekommen seid und ich weiß nicht, ob die Entwickler jemals das ganze Grind- und Prestige-System nochmal überarbeiten werden. Demnach würde ich euch sagen, levelt nur bis 50 und levelt dann weiter. Schaltet euch am besten am Anfang die Perks frei, die ihr haben wollt, levelt die Charaktere, die ihr ja, für wichtig erachtet, wo Perks drauf sind, die ihr haben wollt. Ich habe ein YouTube-Tutorial dazu gemacht. Das werde ich jetzt hier auch als Highlight auf YouTube hochladen. Also wenn ihr jetzt hier gerade auf YouTube seid, in der Infobox habt ihr auf jeden Fall noch das Video drin, wo ich euch Empfehlungen für die Survivor und für die Killer-Perks gebe. Vielleicht mache ich da auch nochmal ein extra Video zu. Eventuell mache ich sogar das und dann packe ich euch das nochmal in die Beschreibung rein. Dass ich da nochmal ganz kompakt wirklich die wichtigen Perks für den Anfang als Survivor und die wichtigen Perks für den Anfang als Killer reinpacke, insbesondere auch mit der Frage nochmal in Verbindung, was muss ich machen, um schnell Blutpunkte zu bekommen. Würde ich sagen, machen wir so. Prestige gehen steht drin, dass du eine höhere Chance hast, bessere Sachen aus dem Blutnetz zu bekommen. Glaubt es mir einfach, es stimmt nicht. Ich habe es so oft ausprobiert, es stimmt nicht. Wenn das eine Chance von, keine Ahnung, 1% ist, dass du bessere Sachen bekommst, das merkst du nicht. Also ich nehme keinen Unterschied wahr und ich habe es jetzt über tausende Stunden ausprobiert. Deshalb empfehle ich das Ganze nicht. Schaltet euch auch nur die Teachable Perks frei, die ihr wirklich haben wollt, insbesondere am Anfang. Und wenn ihr Cosmetics haben wollt, dann holt euch diese aus dem Store. Ihr könnt einfach hier auf den Store klicken, dann könnt ihr auf den Charakter klicken, den ihr haben wollt. Wir hatten jetzt hier gerade Jill gelevelt. So, jetzt haben wir hier leider bei Jill nur einen Kaufskin für Echtgeld, für die Oryx Cells. Hatte ich auch schon ein paar Mal erklärt, die müsst ihr für Geld kaufen. Aber über Spielzeit bekommt ihr auch Iridescent Charts. Ihr bekommt ungefähr so 9000 für 30 bis 35 Stunden Spielzeit. Da habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht, wo ich genau erkläre, wie diese Iridescent Charts zusammenkommen. Packe ich euch auch in die Infobox von dem Video rein. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da ist ein Kapitel, da erkläre ich ganz genau, wie sich das zusammensetzt und was ihr machen müsst, um die zu bekommen. Eigentlich ist es einfach nur spielen, aber es gibt noch ein paar kleine Tricks und Kniffe, wie man ein bisschen schneller diese Scherben bekommt. Und wenn euch das wichtig ist, guckt es euch an, dann wisst ihr Bescheid. Und auf jeden Fall könnt ihr mit diesen Scherben eben hingehen und gerade bei Charakteren, die nicht lizenziert sind, wie zum Beispiel bei Claudette, könnt ihr dann Skins kaufen, die eben Iridescent Shards kosten und das ist einfach nur Grind. Also wenn ihr zum Beispiel diesen Skin haben wollt, dann könnt ihr einfach nur 14.000 auf den Tisch legen. Ich habe hier, glaube ich, das Kopfteil schon, ja siehst du hier, da steht kein Preis, deswegen habe ich das schon. Also müsste ich nur noch
die Jacke oder die, was auch immer das ist hier, und die Hose kaufen. Und die kosten 7.200 pro Stück. Das sind also 14.400. Wenn ich jetzt hier klicken würde, könnte ich sagen, jo, will ich haben. Und dann kannst du direkt equippen und dann hast du direkt. Die blutigen Outfits sehen meistens eh nicht so schön aus. Ja, und es gibt viel, was man eben auch für Iridescent Shards bekommt. Und ansonsten könnt ihr euch auch noch den Rift kaufen. Hatte ich ja auch schon mal ein extra Video zugemacht. Kann ich auch in die Videobeschreibung reinpacken. Da gibt es auch immer mal wieder Cosmetics zu Charakteren drin, die ihr vielleicht gerne haben wollt. Ja, wie der Rift funktioniert, erkläre ich jetzt hier nicht. Aber man kriegt hier Cosmetics, ja. Das Video zum Rift packe ich euch gerne in die Beschreibung rein. So. Also prestigieren lohnt sich nicht. Würde ich nicht machen. Gerade als Spieler, der jetzt anfängt, egal ob auf Killer- oder auf Survivor-Seite, auf Killer-Seite seht ihr euren Charakter ja sowieso nicht. Also von daher, ist das auch hinfällig. Okay, ich glaube, ich habe damit alles abgedeckt, was so das Leveln im Blutnetz angeht. Fällt im Chat noch irgendwas ein, was man erwähnen könnte, wenn ich euch gerade schon mal hier habe? Könnt ihr mir gerne noch sagen oder habt ihr noch Fragen, dann kann ich die auch direkt vorlesen und beantworten. Ansonsten, wenn ihr das Video auf YouTube seht und ihr habt noch Fragen oder Anmerkungen, dann gerne in die Videobeschreibung sage ich schon, in die Kommentarsektion rein. Du kannst Blutpunkte im Schrein kaufen. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Im Schrein kann man Teachable Perks kaufen. Und wenn man die schon hat, kann man dafür Blutpunkte bekommen. Aber das empfehle ich nicht. Das empfehle ich nicht. Ihr könnt es machen, wenn ihr es wollt. Es ist eure Entscheidung. Aber es ist kein gutes Verhältnis. 2000 Scherben sich im Spiel zusammenzuspielen, dauert wesentlich länger als 1500 Blutpunkte. Nee, 150.000. So, 150.000 Blutpunkte. Es lohnt sich nicht. Es gibt auch Perks, die sind relativ neu oder die kommen zum ersten Mal im Schrein. Die kosten dann mehr und geben euch auch mehr Blutpunkte. Aber es lohnt sich nicht. Ihr könnt es machen, es ist eure Entscheidung, aber ich würde für die Scherben eher Cosmetics oder Charaktere kaufen, weil für die Scherben kann man auch Charaktere kaufen, die nicht lizenziert sind. Zum Beispiel Clown oder Spirit, wenn ihr die haben wollen würdet, als Beispiel, und ihr habt sie nicht gekauft, könntet ihr auch mit den Scherben kaufen. Ja. Also ich würde das nicht machen, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wenn du sagst, ich will die Blutpunkte aber haben, dann klar, kannst du machen, ist eine Option. Guter Einwand. So. Ja, das mit den Skins habe ich gerade erklärt, dass man dafür Skins kaufen kann. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Das kommt so auf YouTube hoch. Ich wünsche viel Spaß damit. Dann haben wir einmal das ganze Gelevele erklärt. Wenn mir noch was einfällt, packe ich das in den Pinned Comment mit rein. Und ansonsten, wenn ihr noch eine Idee habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Nach so einem erfolgreichen Video-Content wollte ich mal ganz lieb fragen, ob wir vielleicht eine Runde Legion sehen könnten. Den habe ich bei dir noch nie gesehen, würde mich freuen. Legion spiele ich auch ganz selten. Wir gucken mal. Vielleicht, ja, vielleicht mache ich jetzt mal eine Runde Legion. Eventuell. Ich freue mich auf deine Tipps mit den Scherben. Das Video kannst du dir jetzt schon angucken. Das ist schon online. Das gibt's schon auf meinem YouTube-Kanal.